Ich bin Batman. Und ich bin Robin. Wir freuen uns riesig, dass du eingeschaltet hast, um mit uns eine weitere Folge Lego Batman 2 zu erleben. Auf ins Abenteuer! Gut, wir brauchen einen Anzug vorbeischleich. Dingsbums-Geschichte und ich bin sicher, der ist hier rechts oben. Also das, was hier leuchtet, das kann immer entweder ein Minikit sein, was man irgendwie nur für die Completion braucht. Aber es könnte auch ein Anzug sein und ich denke, diesmal wird es der Anzug sein. Kommt man da jetzt noch irgendwie hier hoch? Rein? Ja, du kannst dich hochhaken. Aber das ist doch gar kein Ding. Doch. Hä? Das macht man jetzt nicht mehr mit B, sondern mit X. Also mit X anvisieren, du musst dich da quasi mit Batarang dagegen schießen. Ich muss ja erstmal das kaputt hauen, mich irritiert das so doll. Ich sehe das auch jetzt nicht mehr. Ja, muss so hoch. Einfach die Kamera macht das dann schon. Ach, hier ist noch so eins. Jetzt hier oben, genau. Ah, und dann? Jetzt ist drüben eins, jetzt hakt du dich rechts ran. Ah, und dann bist du drüben. Cool. Kann ich das jetzt auch machen? Ach so, guck mal, dann kann man sich so runterlassen. Ah, und das kann nur einer zur Zeit. Okay, alles klar, ich komme auch. Cool. Meinst du, der Anzug ist für dich oder für mich? Den Schleichanzug kennen wir ja noch nicht, ne? Nee. Oh, Coins, wir sind Money. Neu sein. Money. Oh, was? Oh, ist natürlich für dich. Noch jetzt ein Sir. Halten Sie nach dem Batman-Anzugsignal Ausschau. Springen Sie hinein, um einen anderen Anzug anzuziehen. Alles klar. Der Tarnanzug. Und was mache ich dann? Ich bin Tarn-Batman. Und was mache ich? Entschuldigen Sie, Sir. Alleine, dass die Kamera trotzdem voll auf mich zieht, ja. Ist witzig. Unsichtbarkeitsfunktion. Drücken Sie B, um zu aktivieren. Achso. Hä? Hast du den auch gerade gehabt? Oh, ich bin unsichtbar! Dip, 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 bap, bap. Jetzt sieht mich das Ding nicht. Ach, und jetzt kann ich hier rein. Und den Schnittler verhauen. Ja, du musst da jetzt bestimmt auch noch die... Warum habe ich eben so rot geblinkt? Du musst doch jetzt bestimmt die Kamera irgendwie noch deaktivieren. Oder kann ich es nicht? Ich kann nicht mehr gehen. Du siehst mich. Achso, jetzt habe ich die Kamera kaputt gekloppt. Ah, ich hänge an der Ecke fest. Mache mich wieder sichtbar. Also manche Sachen kann man nicht verkloppen, sondern nur mit dem Batarang zersmashen. Hier zum Beispiel das ganze Mobiliar. Man kann auch mehrere Sachen anvisieren. Ja, und die Batarang-Steuerung ist ja sowieso ganz anders als im ersten Teil. Also nicht ganz, aber... Das Zielen ist noch das gleiche. Ja, also man... Aber dass man damit jetzt auch sein Enterhaken hat. Mit X an und... Ist schon ein bisschen anders, das stimmt schon. Dann kommt halt dieses Dreieck, wenn man irgendwas findet, was man noch abschießen kann. Naja, das war im ersten Teil auch. Ja, das war ein bisschen... Das war bloß kein Dreieck, das war irgendwie... Wieso habe ich mich jetzt so festgehalten? Das waren eckige Klammern. Ja, also... Ich finde es irgendwie anders. Also ich baue jetzt hier dieses Ding auseinander. Dachte ich. Dann baue ich es auch einfach zu drei. Also die goldenen Sachen können wir noch nicht abmontieren hier, leider. Oh, das hier geht noch kaputt. Das geht aber bestimmt später noch. Kaputt? Achso. Ja, dieses goldene Zeug da abzumontieren. Wollen wir durch? So, jetzt müssen wir hier hoch, wa? Doppelschalteraktivierung. Ach so, funktioniert das. Money! Oh, ich will die Kisten kaputt machen, das geht aber nur mit dem Batarang. Ja, also im ersten Teil war es auch so, dass man diese ganzen Geldcoin-Sachen, die man hier einsammeln kann,
Also, dass man da nicht als Wettkampf gegeneinander das sammeln muss, sondern dass man einfach sammelt und am Ende hat man zusammen dann das ganze Geld zur Verfügung. Oh, ich hab ein Haar. Guck mal, da kommt Häschen aus dem Zylinder aus und explodiert. Und ich gehe davon aus, dass das diesmal auch wieder so ist. Das heißt, wir brauchen nicht aufpassen, wer wie viel einsammelt. Ja, ja, das sagst du nur. Nee, du hast gar nicht weniger. Vorhin hatte ich weniger und ich werde bestimmt auch zwischendurch nochmal wieder ein paar Mal weniger haben. Entschuldigen Sie, Sir. Wir nutzen den Tarnanzug, um hinter Röntgenwände zu blicken. Okay. Mach ich gleich. Mal gucken, hier kann man noch was gegenkloppen. Ja, also man muss, was heißt man muss, aber man kann ja eigentlich immer ziemlich viel kaputt machen und dadurch aber auch viele Geheimnisse entdecken. Was habe ich denn für einen Schaden? Ich weiß nicht, du bist halt Robin. Warum? Ui, guck mal! Huch! Da ist der Schnittler! Entschuldigen Sie, Sir. Jetzt muss ich X drücken oder was? Achso, das hat ihm eine verkloppt. Ach, du siehst das auf deinem Bild auch, ist ja witzig. Ja, lass mich raten, jetzt geht's in die Mitte. Ganz schön kreativ. Hau ihn! Ich bin nicht da. Oha. Wow! Achso, ich dachte, der baut sich gerade einen Riesenroboter. Geldring! Mann, was ist denn das hier für ein Riesenteil? Baut er da ohne Ende. Ah, ein blauer! Ich krieg den blauen Stunt nicht! Doch. Müssen wir jetzt in den Fahrstuhl? Ohne den Riddler? Lassen wir den da einfach liegen? Also. Check the point! Ich kann nichts anhaken. Was ist das hier? Ich kann B drücken. Ich krieg was! Ich krieg eine Klamotte! Yay! Oh Mann! Ach, das. Da kann man speichern an diesen Dingern. Da wo Checkpoint steht, ist dann so ein Gerät hier. Da kann man rangehen und speichern. Oh, Alter, der Typ hier. Akrobatikanzug. Bist du? Cool, damit kannst du irgendwie an eine Stange. Ach so, das sind Mini-Pinguine. Wo kommen die her? Lass mich raten, von Pinguinen, aber. Ah, Hilfe! Warum bin ich kaputt gegangen? Die Pinguine schießen auf uns. Ach, die schießen! Alter, wie mies! Kümmere dich mal bitte um deine Akrobatengeschichte. Wo muss ich denn da hin? Du musst irgendwie mit der Stange nach oben. Du kannst damit höhere Gebiete erreichen. Ich sehe noch nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Hier. Da ist so eine Stange. Oh. Da ist so ein Loch für die Stange links. Ich kann gerade da sehen. Über mir jetzt. Genau, wo ich hinhüpfe. Wo ich gestorben bin. X, um auf eine Stangenhalterung zu zielen. Ja. Ja, nee, ein rechts davon. Was? Da. Das ist es. Entschuldigen Sie. Jetzt kannst du dich daran hängen. Drücken Sie A und nochmal A. Was? Doppelsprung. Jawohl. Ah. Und jetzt? Jetzt kannst du der Geldspur folgen wahrscheinlich. Ja, oh, richtig cool. Ah! Okay. Ein bisschen verwirrend mit dem Splitscreen, aber da gewöhnen wir uns bestimmt auch noch dran. Oh. Und auch mit den neuen Elementen. Nicht zu sehen. Aber, naja, sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Wenn es nichts Neues gäbe. So schaut's aus. Wow, wie viele Leute. Ah, wo sind... Hilfe! Muss ich die verkloppen? Nee, doch. Okay, also irgendwas. Ich mach mal hier unten irgendwas. Und ah, da kommt ja jemand! Money. Money over here. Ach so,
Achso, ich glaube, das sind meine Tarnanzugsaugen. Die machen teilweise, dass ich dann durch Leute durchgucken kann. Und das war bei dir, glaube ich, auch vorher. Ah, hier ist eine Kamera. Ja, und wie kriegen wir dich jetzt hoch, ist die Frage? Ja, du baust mir gleich bestimmt was. Hier ist ganz viel Money. Das war ich. Oder kann ich da auch ran hüpfen? Ah, ich kann was bauen. Da, ja, ich hab dir was gebaut. Guckst du. Yay! Aber erstmal Moneys einsammeln. So, wo ist das jetzt? Ah, Kamera. Ah! Da. Ah, die schießen! Die schießen auf mich, ich bin tot. Oh, ach, das warst du. Achso. Entschuldigung. Hast du mich totgehauen? Nein. Ah, da ist noch was. Vielleicht. Okay, ich kann zu den Kameras gehen. Wo bin ich denn? Rechts. Ah, warum bin ich tot? Mann, wer hat mich denn erschossen? Ich mach gleich mal. Ach, guck mal, wir sind jetzt hier oben im Saal. Ich sehe hinten das Joker-Bild. Und ich glaube, ich kann jetzt irgendwas mit den Kameras machen oder irgendwas bauen. Wenn hier so Steine rumliegen und rumwackeln, dann kann man da hingehen und B drücken und dann baut man das. Oder man macht sich sichtbar und baut dann. Ist auch okay. Ich habe einen Akrobatikball. Okay. Die Kameras jetzt aus. Finden Sie einen Akrobatik-Sockel? Ja, der ist hier. Den habe ich dir gerade gebaut. Und rollen Sie hinein. Bist du reingerollt? Aber wahrscheinlich kannst du jetzt irgendwie... Auf einem Ballsockel können Sie bestimmte Objekte beeinflussen, indem Sie rollen. Drücken Sie A, um herauszuspringen. Ah, das heißt, du kannst... Ja, genau, jetzt das Seil runterlassen. Ups. Two-Face, du bist verkloppt. Aua! Auf mich umzufahren. Wo bist du? Ich bin unsichtbar. Ich bin wieder sichtbar. So. So, Two-Face haben wir auch erledigt. Oh, Mann, ich sterbe auch in einer Tour. Ich hab wieder zu wenig Punkte. So, ich sehe aber noch zwei Akrobatik-Stangenlöcher oder sowas. Und da oben ist ein Minikit. Vielleicht kannst du das noch holen. Komm mal hier die Treppe hoch. Warte mal. Ich sehe gerade nichts. Also. Das können wir noch nicht, das ist Gold. Aber was klingelt denn da so hässlich? Hier ist ein Akrobatik-Stangenloch. Wo? Hier, direkt wo ich stehe. Der zeigt auch, siehst du das, wenn du zielst, zeigt er auch mit so Pfeilen in die Richtung, wo du was machen kannst. Ja, andere Richtung. Boah, das sieht voll cool aus. Ich bin ein bisschen neidisch. Willst du auch Robin sein? Oh, da ist ein 10.000er! Der lilane ist 10.000 wert. Das ist ziemlich gut. Und jetzt? So, jetzt kommst du zurück. Oder droppst dich runter. Und dann kannst du das gleiche rechts auch nochmal machen. Oh, hä? Das kann ich aber nicht an. Komm nochmal einen Schritt zurück. Ja, von hier aus. Oder musst du erst deine Stange wieder abholen von hier? Nee. Die hängt da aber noch. Kannst du die wieder einsammeln? Nee. Mit B drücken. Tada! Ah. Wie auch immer du das gemacht hast, aber es war genau richtig. Oh, ich kann da auch ran! Hä? Aber ich kann mich nur ranhängen, ich kann nicht schwingen. Mann, geh da weg! Kannst du nicht ran? Im ersten Teil konnte man auch zu zweit an der Stange hängen. Also da gab es nicht solche Akrobatikstangen, aber es gab Stangen, wo man sich ranhängen konnte. Und jetzt sehen wir oben rechts das Minikit.
Und zack! Minikit Nummer 2 von 10. Sehr cool. Ja, wir werden es nicht schaffen, alles komplett einzusammeln. Aber das liegt daran, dass wir einfach noch nicht alle Sachen erkunden können im ersten Durchlauf des Spiels. Yay, ich hab die Stange wieder geholt. Oh, du wirst gerade abgeschossen. Aua. So, ich geh in die Ecke. Tschüss. Tschüss.